Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Facebook Live Video Chat hier direkt aus meinem Bürgerbüro in Landau aus der Südpfalz. Viele herzliche Grüße und Facebook gratuliert mir gerade Glückwunsch, das ist meine 10. Übertragung. Das heißt, zum 10. Mal gibt es Facebook Live und zum 10. Mal darf ich euch herzlich willkommen heißen, bei der Gelegenheit mit mir über das Internet direkt zu diskutieren und mir einige Fragen zu stellen. Ich begrüße auch gleichzeitig hier in meinem Büro Martin Schulz, der wacht schon die ganze Zeit über mich, hilft mir ein klein wenig bei der politischen Arbeit und ich bin froh, dass er jetzt auch in meinem Büro angekommen ist. Lasst mich kurz erklären, was Facebook Live ist. Bei Facebook Live habt ihr die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, das heißt hier in diesen Kasten reinzuschreiben und ich versuche eure Fragen zu beantworten. Also einfach reintippen und ich werde darauf eingehen. Die Frage, die sich mir vorab stellt, weil ich das erste Mal ohne Mikro mit meinem iPhone arbeite, könnt ihr mich denn alle gut hören? Also wenn der Ton funktioniert, dann schreibt mir das bitte mal rein. Ansonsten muss ich nämlich mir irgendwas einfallen lassen, weil mir gerade das Verbindungskabel zu diesem komischen Lightning-Stecker fehlt, was nicht so cool ist. Kurzer Rückblick auf meine Woche. Ich hatte vergangenen Samstag ein wirklich tolles Ereignis. Vergangenen Samstag war der Listenparteitag der rheinland-pfälzischen SPD und ich möchte allen, die mich da an dem Tag unterstützt haben, ganz herzlich Dankeschön sagen. Ich wurde auf den Listenplatz 6 gewählt für die rheinland-pfälzische Sozialdemokratie. Das ist wirklich großartig, den hatte ich beim letzten Mal auch. Und über 90% der Genossinnen und Genossen, 95% haben mich gewählt und das fand ich großartig. Also deshalb vielen Dank für euren Support, ist großartig. So, ganz schön viele schreiben jetzt hier schon mal rein, dass der Ton funktioniert. Das ist richtig cool. Oh, und ein Gruß geht an die Traudel Buser-Hussong im Nachbarwahlkreis in der Südwestpfalz. Liebe Traudel, Grüße hier in deine Richtung. Schön, dass ihr mir auch aus der Südwestpfalz zuschaut. Das nächste Ereignis, das eigentlich schon die ganze Woche bestimmt, aber leider auch die letzten Wochen, man muss fast sagen Monate, ist die Situation bei der Bundeswehr. Ihr habt mitbekommen, wir haben eine große Diskussion nach Bad Reichenhall, aber auch nach einigen anderen Ereignissen, kam jetzt noch ein Fall dazu, nämlich der Fall von, mittlerweile nennen ihn die Medien, den Fall Franco A., also eines jungen Offiziers bei der Bundeswehr, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat und anscheinend eine staatsgefährdende Tat geplant hat. Ich meine, der Fall an und für sich ist schon richtig krass und merkwürdig. Wir sind jetzt momentan gerade dabei aufzuklären, ob es rechtsradikale Netzwerke in der Bundeswehr gibt. Das ist auch richtig, dass man da richtig hart reingeht und schaut, weil die Bundeswehr nicht nur Teil unserer Demokratie und unserer Gesellschaft ist, sondern wir auch diese Auswüchse in keiner Form dulden dürfen. Was ich allerdings überhaupt gar nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie die Verteidigungsministerin das momentan macht. Frau von der Leyen hat mit einer Pauschalkritik ganz viele Soldatinnen und Soldaten auf einmal mit einem Problem in Verbindung gebracht, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Sie hat gesagt, dass die Bundeswehr per se ein Führungsproblem hat. Wisst ihr, was ich dabei total merkwürdig finde? Verantwortung fängt eigentlich an der allerersten Spitze oben an. Und ich finde es seltsam, wenn sich die Verteidigungsministerin sozusagen, und das hat André Wüstner, der Chef des Bundeswehrverbandes, gesagt, wenn die Verteidigungsministerin sich so ein Stück weit auf die Tribüne stellt, das Spielfeld von außen beobachtet und so tut, als hätte sie nichts mit dem Spiel da auf dem Platz zu tun. Ich finde, es geht überhaupt gar nicht. Also wenn man Ministerin oder Minister ist, dann trägt man natürlich Verantwortung für das, was in der Truppe oder was in seinem Ministerium passiert. Das ist der erste Punkt. Der zweite, ich glaube, sie hat der Bundeswehr einen Bärendienst erwiesen, weil mein Ziel in der Arbeit ist es immer, die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft zu haben. Ich finde es wichtig, dass wir in Deutschland eine Parlamentsarmee haben, die ist Teil der demokratischen Kultur, die ist hart erkämpft. Es waren auch schon andere Zeiten in Deutschland, Soldatinnen und Soldaten und die Bundeswehr gehören in der Mitte der Gesellschaft. Da haben sie ihren richtigen Platz. Und wir dürfen diese Kluft zwischen Gesellschaft und Bundeswehr, die dürfen wir in keiner Form, in keiner Weise zulassen. Und deshalb bitte ich euch alle um Unterstützung. Wir werden die Ministerin, so wie es jetzt aussieht, am Mittwoch in einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses haben. Da werden die Verteidigungspolitiker nach Berlin reisen dürfen und wir werden sie befragen. Sie wäre dann, letzte Woche war sie da, vorher war sie ein halbes Jahr nicht da, endlich mal wieder zu einer fachlichen Diskussion bei uns und der muss sie sich auch stellen. Die Verantwortung liegt bei ihr, aber ich sage euch auch ganz offen, ich wünsche mir von der Bundeskanzlerin, dass sie sich in diesem Fall auch mal einbringt. Weil es geht auch nicht, dass die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland so tut, als geht sie eigentlich eine der größten Bundeswehr-gesellschaftspolitischen Debatten, die wir seit Jahrzehnten haben, nichts an. Also ich erwarte mir auch von der Bundeskanzlerin, dass sie nicht nur die Ministerin die Verantwortung nimmt, dass ihr klar macht,
sondern eigentlich auch mal deutlich macht, wie ihre Positionen zu den sicherheitspolitischen Themen sind und zu den Themen der Bundeswehr. Also ihr merkt, spannende Zeiten, bringt euch alle ein, aber ein Aufruf an alle Soldatinnen und Soldaten, bitte urteilt nicht pauschal über die Politik, wie die Ministerin über euch geurteilt hat. Ich und viele meiner Kollegen stehen nicht nur hinter euch, sondern im Zweifel auch vor euch. Wir wissen, dass ihr vieles Gutes macht für das Land, dass ihr auch da seid, wenn wir euch brauchen und dass ihr nicht alle so seid, wie dieser Fall Franco A. suggeriert. Also Daumen hoch auch für unsere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen wollte, ist die Wahl in Frankreich, die mich natürlich hier im Wahlkreis in besonderer Weise betrifft. Ihr wisst, die Südpfalz grenzt direkt an das Elsass an und wir hatten im Elsass eine sehr starke Front National bei der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen und warten jetzt alle gespannt, wie das weitergeht. TV-Duell zwischen Le Pen und Macron war ja wohl sehr, sehr spannend. Und auch wenn Macron nicht unbedingt der Kandidat von allen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist, drücke ich ihm natürlich die Daumen. Frankreich darf nicht an die Front National fallen. Das wäre ein richtig großes Problem, nicht nur für uns, sondern ich glaube auch für ganz Europa. Deshalb ein Aufruf an meine Freundinnen und Freunde in Frankreich, wählt demokratisch. Lasst es nicht zu, dass euer schönes Land nationalistisch wird. Wir haben auch hier in der Südpfalz große Wahlentscheidungen, die ins Haus stehen. Wir haben nämlich zwei Landratswahlen. Einmal im Kreis Germersheim. Da grüße ich ganz herzlich Nicole Zohr, mit der saß ich gerade gestern in der tollen Runde mit Erstwählerinnen und Erstwählern und habe diskutiert. Und Nicole macht einen großartigen Wahlkampf. Die ist ganz viel unterwegs und hier kommen nach Grüße aus Germersheim, Grüße zurück. Nicole macht einen tollen Wahlkampf, ist viel unterwegs, spricht mit den Leuten und macht was, was ich vielleicht in meinem Wahlkampf auch machen sollte. Nicole rennt durch den ganzen Wahlkreis und macht überall Stationen und das ist fantastisch. Also kommt mit ihr ins Gespräch, wenn ihr die Chance habt. Das gleiche gilt auch für meinen Freund Thorsten Blank, den ich auch von dieser Stelle grüße. Der will Landrat im Landkreis Südliche Weinstraße werden und ich drücke ihm nicht nur die Daumen, sondern unterstütze ihn auch bei vielen Aktionen. Thorsten ist auch viel draußen unterwegs und Thorsten wäre auch genau der Richtige für unseren schönen Landkreis. Mirko schickt Grüße aus Landau. Hey Mirko, schon Feierabend, aber Grüße an dich zurück. Ich hatte gestern eine coole Aktion, ich habe gerade ein bisschen drüber erzählt, zu der ich euch aber auch alle nochmal einladen und motivieren will. An mich wenden sich immer mehr nicht nur Erstwähler, sondern auch ganz viele andere Alterskohorten aus dem Wahlkreis, die sagen, obwohl sie nicht Mitglied meiner Partei sind oder ähnliches, hey Herr Abgeordneter, hey Thomas, hast du nicht mal Lust bei uns vorbeizukommen, mit uns über Politik zu diskutieren? Ich habe das jetzt schon 4 oder 5 Mal in Runden gemacht. Und ich will euch alle nur motivieren, wenn ihr mögt, wenn ihr Lust habt, dass ich bei euch vorbeikomme, dass wir gemeinsam in so einer Art Stammtisch oder wie auch immer über Politik diskutieren, dann sagt mir Bescheid, ich komme gern vorbei, ich bringe auch gern Pizza mit, vielleicht auch mal eine Flasche Wein oder ein Bier, sagt mir einfach Bescheid, wir diskutieren über Politik, habe ich richtig Bock drauf und wird richtig gut. So, jetzt mal her mit euren Fragen, ich habe schon viel erzählt und uns bleiben nach nur noch 3 oder 4 Minuten, also wenn jemand eine Frage hat, jetzt mal abgesehen von den ganzen coolen Grüßen, die hier schon stehen, ich scroll mal hoch, guck mal, was reingekommen ist. Florian Kern fragt, wird sie sich endlich mal wieder im Verteidigungsausschuss den Abgeordneten stellen? Das ist eine Forderung, die ich vor der letzten Sitzung aufgestellt habe. Kurz danach ist sie gekommen. Hat nicht so viel beantwortet, aber ich hoffe, dass sie jetzt, wenn wir am Mittwoch die Sondersitzung machen, dass sie kommt. Was heißt, ich hoffe, ich erwarte es. Sie hat diese Bringschuld auch gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber uns Abgeordneten. Und meine Erwartung ist so, dass die vorbeikommen muss. Und uns auch erklären muss, was sie gemeint hat mit dieser pauschalen Kritik, die einfach nicht zutrifft. Gleichzeitig, ich habe es vorhin erwähnt, erwarten wir aber natürlich auch Aufklärung in diesen Fällen. Also jenseits der Öffentlichkeit und jenseits von PR-Arbeit für die Ministerin mal zu erklären, was ist denn da tatsächlich passiert. Und übrigens auch nicht zu vergessen, den Bundesinnenminister mal ins Spiel zu bringen, der gerade versucht mit einer komischen Leitkulturdebatte auch so ein Stück weit von den Problemen, die auch das BAMF anscheinend hat, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, von dieser Debatte abzulenken. Ich glaube, die sind beide in der Verantwortung und die müssen uns das auch mal erklären. Erlaubt mir noch einen kleinen Satz, der vielleicht in die Richtung Wahlkampf schon geht. Das Verteidigungsministerium wird jetzt seit 12 Jahren von der CDU und von der CSU geleitet. Und wir erleben jetzt nach 12 Jahren, dass eigentlich von diesen 12 Jahren nicht viel Gutes übrig geblieben ist. Ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin das Verteidigungsministerium übernimmt und die Arbeitsbedingungen für die Soldatinnen und Soldaten verbessert und auch die Bundeswehr und ihnen nicht nur das Gefühl, sondern auch sie tatsächlich wieder in die Mitte der Gesellschaft bringt, mit ihnen diskutiert, sie und ihnen den Platz gibt, den die auch verdient haben. Das ist zumindest mal meine Position.
Yannick fragt, findest du, dass Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin zurücktreten sollte? Ich finde, die sollte vor allem aktuell aufklären und uns ganz deutlich machen, wie sie das sieht, wie sie es tatsächlich gemeint hat. Übrigens auch nicht nur über offene Briefe zu kommunizieren und zu führen, sondern mal genau zu erklären und übrigens auch den Fachpolitikern zu erklären, wie sie sich das vorstellt. Sabine Gillissen sagt, klasse, dass du das machst, hau rein. Jawohl, wird gemacht. Und ganz viele schreiben, man kann dich sehr gut hören, das ist toll. Jetzt lass mich da nach unten scrollen. So, Grüße aus Berlin, eigentlich Geroldstein, wir schauen uns schon mal die Büros für Martin an. Das ist toll, aber er steht gerade bei mir im Büro. Also der hat hier einen coolen Platz in Landau gefunden, lass den doch bei mir. So, Nicole schreibt, liebe Grüße aus Osnabrück, ganz viele Grüße. Kommst du auch nach Lorch, den Pass hast du ja schon. Naja, ist jetzt nicht so ganz mein Wahlkreis, ne? Also ich versuche momentan, jede freie Minute, die ich nicht in Berlin verbringen muss, hier in der Südpfalz zu verbringen. Nicht nur, weil ich Wahlkampf mache, sondern weil ich auch ganz viel Zeit auch mit meinen Leuten hier verbringen will, draußen sein will, bei vielen Veranstaltungen sein will und auch meinen Landratskandidatinnen und Kandidaten zu helfen. So, ich scroll mal nochmal nach unten. Liebe Grüße kommen sogar aus Niedersachsen. Hey, liebe Grüße nach Niedersachsen aus Rheinland-Pfalz. Ich hoffe, ihr habt besseres Wetter als hier. So, ich sehe, es gehen keine Fragen mehr ein. Freunde, das macht nichts. Ihr habt immer noch die Chance, das im Nachgang hier reinzuschreiben. Macht es, haut rein. Ich gehe jetzt zu meiner Sitzung des UB-Vorstandes und richte von euch allen ganz herzliche Grüße an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand aus. Alles Gute für euch, viele Grüße aus der Südpfalz. Tschüss!